Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniro P. Und ich begrüße euch zu Genshin Impact. Ja, das ist jetzt ein bisschen komisch hier, ne, was jetzt hier abläuft. Ich werde hier nur einige Gacha-Pulls machen. Für die Leute, die, weiß ich nicht, dem Wort von meinem Stream geschaut haben oder sogar bei meinem Stream dabei waren, noch ganz am Ende, was ich glaube nicht, dass einige Leute da waren, aber. Falls ihr irgendwie zu meinem letzten Stream irgendwie geht von Genshin Impact, was hier der erste Netland Stream war, also der Stream, wo ich hier zum ersten Mal in Netland war, wo wir jetzt gerade übrigens sind, ne? Ja, ich habe gestern gestreamt, aber mein Stream hat sich ein ganz klein bisschen aufgehängt und ist abgebrochen. Der Grund dafür lag, nein, es war nicht eine Disconnection von meinem Internet oder irgendwie sowas. Ich hatte ehrlich gesagt einen Stromausfall. bei uns die ganze Nachbarschaft hatte so einen kleinen, ehrlich gesagt nicht die ganze Nachbarschaft, aber ich nehme an, da war irgendwie alle Häuser, die irgendwie hier so verbunden waren, ne? Und ja, was zum, die da hinten bewegen sich. Ich bin im Pause-Menü. Was? Das Kind da oben bewegt sich. Keine Ahnung, ich hatte irgendwie einen Stromausfall mit alle Häuser, die irgendwie wahrscheinlich an der gleichen Leitung angeschlossen waren, die waren alle irgendwie am Ausfallen und ja, mein Stream hat sich natürlich dann voll aufgegangen und ich saß auf einmal voll im Dunkeln. ja, das war schon ziemlich krass. Ich glaube, meine Internetverbindung, da war es ungefähr um 12 Uhr, war das, ne? Ich glaube, der Strom war wieder da, so nach einer halben Stunde oder so, war ungefähr, aber ich habe mich da schon schlafen gelegt und hatte jetzt keine Lust gehabt, mich jetzt hier noch extra hinzusetzen, meinen Stream zu starten und so was alles, ne? Deswegen, kam das zu einem sehr abrupten Abbruch von meinem Stream, was ein bisschen, ja, merkwürdig war, ne? Das Gute war, der Stromausfall kam, nachdem ich mit der Story von Akt 1 hier fertig war. Ich habe gerade Akt 2 erreicht, was ich sowieso nicht machen wollte, ne? Wir befinden uns übrigens jetzt hier einen Tag später, ne? Und ich wollte sowieso nur einen Akt spielen, ne? Und dann aufhören und danach ein bisschen Gacha spielen. Aber bevor ich hier hochklettern konnte zu diesem Thron des Pyroarchons, ne? Ja, hat sich mein Internet aufgehangen. Ist mein Strom ausgefallen, meine ich. Ja, mein Internet hat sich auch aufgefallen. So, gut ist, ich bin Star Wars Fan. Ich habe eine Menge Lichtschwerter, mit denen ich bin wortwörtlich mit einem Lichtschwert hier durch die Wohnung gelaufen, um irgendwie was sehen zu können, ne? Und ja. Mein Stream konnte ich vergessen. So gestern, ne? Also. Und ja, ich wollte jetzt nicht extra einen Stream machen, wo ich jetzt hier meine Gacha-Puls mache. Deswegen habe ich mir gedacht, ich tue jetzt hier mal ganz kurz aufnehmen, tu mal irgendwie ein Part hier hochladen, so irgendwann so zwischendurch, ne? Jetzt nicht irgendwie als Ersatz von meinen anderen Streams, das soll jetzt einfach nur so zwischendurch passieren. Ich wollte jetzt nicht extra einen Stream dafür machen, ne? Für irgendwie, weil ich weiß nicht, wie lange das hier dauern wird, eine halbe Stunde oder so. Da werde ich jetzt nicht ganz bestimmt nicht meinen Stream anpacken, ne? Und warten, bis ich jetzt hier den nächsten Akt spiele, ist mir auch ein bisschen zu doof, deswegen machen wir das jetzt. Ich nehme das hier ganz kurz auf, ne? Ich habe mich extra jetzt zu diesem einen Thron vom Pyroarchon hier hochgearbeitet. Aber ich musste feststellen, man kann nicht darauf sitzen. Man kann hier nicht auf diesem Thron sitzen. Was ist das für ein Bekack? Aber egal, wir können ja drauf stehen, ne? So. Gut, dann fangen wir mal an, ne? Wir wollen für Sie hier... Warte mal. Ich habe, glaube ich, noch gar nicht im Shop hier die Sachen geholt, ne? Ich glaube, da kann ich auch noch ein paar holen, ne? So, genau, da kann ich für diesen Monat meine Dinger holen. Ja, dann haben wir schon mal 20 Dinger hier. Die können wir auch holen. Oh, ich habe nicht genug, muss ich noch Gacha spielen. Ich weiß gar nicht, wie viele ich davon habe. 5. Ja, wenn ich die noch hole, dann kriege ich die auch noch, ne? So, jetzt haben wir 21 Puls. Ich habe noch mal irgendwie, ich glaube, 5 oder so bekommen. Hier von, ist das noch hier? Ja. Weil gestern habe ich das bekommen und heute ist ja wieder ein anderer Tag, habe ich noch 5 Dinger bekommen. Das heißt, 20 Puls habe ich mehr oder weniger erstmal gratis. Ich glaube, ich habe mal letztens irgendwie ausgerechnet. Ich glaube, das sind so ungefähr 20 Puls, die ich jetzt hier haben kann. Wird definitiv genug sein, um Mualani zu bekommen. Ich hoffe aber, wir kriegen sie früher, damit ich noch für ihn hier versuchen kann. Ne? Ich hätte nämlich Kusua auch gerne.
Ich habe für ihn eine Waffe. Er ist allgemein ein cooler Charakter. Dann habe ich noch einen weiteren Animo-Charakter, den ich benutze. Ich benutze wortwörtlich jeden Animo-Charakter, den ich besitze bisher, glaube ich. Oh Gott. Aber Animo-Charaktere sind so stark, die können verwirbeln und so, ne? So, gut, wir fangen jetzt hier an, ne? Wie gesagt, das wird jetzt nur das, ne? Hier passiert nichts anderes, außer wie ich Gacha spiele, ne? Ich habe eine Tüte Gummibärchen als Glücksbringer. Ich werde jetzt jedes Mal einen sauren Gummibärchen essen, bevor ich hier die Gacha beginne als Glücksbringer. Und dann gehen wir mal rein, ne? Und spielen ein bisschen Gacha, ne? Spielen wieder mit dem Glück. Ich meine, die haben irgendwas geändert, nachdem wir auf 5.0 hoch geupdatet haben. Ich glaube, man hat jetzt irgendwie jetzt 10% erhöhte Chance, irgendwie doch den Event-Charakter zu bekommen, wenn man seine Pity verliert. Also man kommt dann, weiß nicht, da kommt irgendwie so ein spezieller Effekt oder so. Sind noch 12 Tage, was? Und wisst ihr, was ich noch machen könnte? Ich könnte mal gucken, wer der nächste Charakter ist. Ich habe gar nicht nachgeholt. Aber ich meine, das war jetzt hier jemand, der mich ja interessieren wollte, ne? Aber ich gucke trotzdem noch mal nach. Ich glaube, da war irgendwie der Raiden Shogun, ist glaube ich, ja, der eine Kollege, den wir auch getroffen haben von Netland, ne? Und der Raiden Shogun. Also, ja, interessiert mich nicht. Deswegen können wir ruhig diese Gacha spielen, ne? Ein bisschen sparen und so, ne? Gut, 33.000. Mein Gummibärchen wurde verzerrt. Rein da. Gucken wir mal, wie das hier abläuft. So, Kashina bekommen wir ja auch, ne? Eine erhöhte Chance, obwohl wir sie haben letztens, ne? Oh ja, genial, auch sehr gut. Stimmt, sie ist auch in der Gacha. Also das wird jetzt nichts anderes außer das hier, ne? Wie gesagt, ich wollte jetzt hier nicht extra nochmal einen Stream machen, wie ich hier Gacha spiele. Wäre ein bisschen zu doof. Ich weiß nicht, noch irgendwie was anderes hier machen. Deswegen, weiß ich, wollte ich das hier noch zu Ende bringen. Ich kam ja nicht dazu, weil der Strom ja weg war. Ich hätte nur eine Stunde oder so warten können, bis der Strom ausgefallen ist, ne? Aber ne, natürlich nicht. So. Angriff und heftigen Stellen durch kritische Treffer. Okay. So, weiter geht's. Gummibärchen. Und rein ab. Jetzt diesmal während ich den esse. So, ich hoffe, wir bauen nicht schon wieder. Yep, was ist das? Landstreicher noten. Ich weiß nicht, ob ich die maximiert habe. Ich hoffe, wir bauen nicht schon wieder alle ganzen Puls, ob wir Glück haben, so wie in Zenless Zone Zero. Dafür vielleicht mal vor den. Da habe ich ja schon einige Mal beim ersten Pull ja bekommen. Kachina. Wir haben ja ein bisschen mehr Glück mal. In Genshin habe ich definitiv das wenigste Glück, wenn es um die Gacha geht. So. Die Landstreicher habe ich schon maximiert. Nein. So, ein Dreck. So, sie werden wir eine ganze Weile auch noch bekommen, ne? Jetzt Splitter in der Nähe ein, der durch Reaktion, Kristallation erzogen wird. Alles klar. So, jetzt muss ich an mein Urgestein ran, ne? So. Gummibärchen. Alter. Da, komm. Ne? Wie gesagt, bei Zenless und Zero hatte ich ja letztens einmal meine Pity verloren und dann direkt der nächste 10er Pull habe ich dann direkt den Event-Charakter bekommen. Was rückblickend sehr viel besser war. Goro, naja, du bist auch in der Gacha, ne? Also er war ziemlich lustig. Aber in Genshin ist halt irgendwie, ist mir halt Glück nicht so hold, habe ich so ein Gefühl. Na, war Goro auch in der Gacha hier? So, oh, ihn haben wir bald maximiert. Ich kann die Yuga vorwärts zum Sieg. Um 3. So, habe ich jetzt genug Dinger, um meine Standard-Gacha zu holen. Ja. Yep. Boom. Alles klar. Dann switchen wir mal rüber zur Standard-Gacha. Weil da mal wieder 10, ne? Gummibärchen ist im Mund. Einer. Blah. Kein 5 Sterne. Was kriegen wir hier?
Wow. Nein, ich glaube, sie habe ich schon maximiert. Nein. Habe ich sie? Ich glaube, ich habe sie. Ja, ich habe sie maximiert. Nein. Ja, ne? Ich habe jetzt 5 Punkte bekommen. Ja. Okay, das heißt, da haben wir nichts bekommen. So, nächster Gummibärchen. Oh, dieser ist grün. Der muss gut sein. So. Jetzt habe ich das vierte, ne? Oh. Oh. Oh, Leute. Kann das Internet mal sich... Okay, danke. Ich habe so weit von keine Lust mehr. Das ist meine Internetverbindung am Umspacken. Dann geht fährt der Strom aus. Ich habe irgendwie genug von den ganzen Mist. So, Bennett, dich habe ich auch schon maximiert, glaube ich. Ja. Ja. Warte mal, war Bennett nicht da drin? Ja, ihn aber maximiert. Also ich krieg ein paar Dinger zurück die ganze Zeit, aber ist ein bisschen doof. So. Oh Gott. Die haben alle zusammengeklebt, die Gummibärchen. Boah, ich glaube, da war schon der vierte oder fünfte. Mhm. Ja, nicht fixiert. Oh, was ist das? Drachenschreck. Alles klar. Den habe ich noch nicht maximiert. Okay. Das sind sehr traurige Gatschas bisher. Das ist auch furchtbar. So, den haben wir jetzt maximiert, sehe ich gerade. Jetzt müsste ich nur noch Janling benutzen, ne? Janling. So, nächster. Boom. Der sechste, ne? Einer. Boah. Das kann ja auch nicht mal früher sein, ne? Es muss immer genau. Ich wünschte, die hätten irgendwie so eine Liste wie ein Zenless, wo man irgendwie weiß. Genial. Wo man irgendwie sieht, wie weit man schon ist. Und da finde ich richtig nützlich. Aber ich kann mir nie merken, immer ich verzehe mich immer. Ich kriege aber echt immer nur ein Objekt, ey. Boah. Liegt daran, weil man sich auf den Thron nicht hinsetzen kann, ne? Wie vorher wetten. 100%. 100%. Okay. Jetzt ist das Gummibärchen orange. Beinahe. Ja, da wird nichts mit Kusua. Weil wir meine Pity verlieren. Was bestimmt passieren wird, ne? Wie verarbeiten. Schon wieder genial. Kann man da nicht auch irgendwie die Pity verlieren und einen anderen Charakter bekommen? Ich bekomme irgendwie, bis auf Goro habe ich bis jetzt nur immer bekommen. Alter, ich kriege nur ein Objekt. So, Schlag in den Seiten. Ist das ihr Ultimate? Ne, ist ja shit. So, Gummibärchen rein. Primogens raus. Aber das ist der siebte jetzt, ne? Ab, da haben wir. Ich weiß nicht, ob das der siebte oder achte war. So, die Frage ist jetzt, ne? Also, die sah so neu aus. Frage ist es, ist es jetzt Morlani oder ist es jemand anders? Er setzt so ein bisschen den Kurs, über wie es hier weitergeht. Das ist Tinari. Das ist nicht Morlani. Aber genau deswegen habe ich nicht mein Ding hier, mein 5-Sterne-Charakter ausgewählt. Und ich genau wusste, ich würde meine Pity verlieren und ich krieg vielleicht wieder noch einen der Charakter, die mir fehlen. Okay, er ist ehrlich gesagt gut, er ist ehrlich gesagt neu. Ja, mal gucken. Da. Na, das heißt, wir müssen noch weiter spielen. Oh mein Gott.
Na, da, ich meine, ich krieg sie noch garantiert, wenn ich hier, aber ich hätte noch gern Kusura, Mann. Ey, was geht? Ich würde ich eine Waffe werde ich wahrscheinlich nicht benutzen. Ich habe für Kolei den Dendrobogen. Brauchst du nicht auch irgendwie eine Elementarkunde oder irgendwie so? Mit seine Tür für jeden Punkt Elementarkunde seine heftigen Stege. Oh, das heißt, er braucht Elementarkundenbogen. Habe ich da bestimmt noch irgendwo, ne? Habe ich da nicht diesen einen hier? Wo ist denn der eine hier? Ja, nicht der Seelenlose. Wo ist der andere? Wo ist denn dieser Eventbogen? Ich habe doch diesen Elementbogen. Ne, das ist der andere. Wo ist denn der andere nochmal? Habe ich nicht mal irgendwie so einen anderen Eventbogen gehabt? Der auch Elementarkunde gibt? Wo ist er? Nicht blind oder was? Ne, das ist der, ne? Erhöht den Treffer von Gegnern mit heftigen Schlägen, die Elementarkunde. Ja, also der hat gar nicht Elementarkunde als Zweitwaffe. Okay. Na gut, so. Mein Enthusiasmus über Tinari hält sich in Grenzen. Aber okay. So, weiter geht's. Wenn das jetzt Sendestation Zero wäre, dann würde ich jetzt nochmal einen 5-Sterne-Charakter bekommen. So. Ich muss eigentlich nur so lange spielen, bis ich hier. Was ist das? Rostiger Bogen. Ich dachte erst, da wäre der von Fischl, ja. Der Bogen. Oh, wäre geil gewesen. Obwohl ich weiß, ich weiß gar nicht, ob man den so kriegt, so standardmäßig. Ich glaube nämlich nicht. Vielleicht durch ein bisschen näher an meine Ressourcen ankratzen. Weil ich hätte doch schon gerne Kusura. Kusura ist cool. Ich habe den die Waffe. Ich hab andere. Ne, Artefakte habe ich nicht. Ich habe nie genug Artefakte. So, hey, der rostige Bogen ist auch schon maximiert. Oh. Die Charaktere, die wir hier in der. Die 4-Sterne-Charaktere, die haben wir auch schon fast alle maximiert. Das heißt, bald kriegen wir. Ich brauche ja sie mal. Am liebsten hätte ich ja sie. Ich krieg die ganze Zeit Jinyan. Mein Jinyan benutze ich hin und wieder. Aber trotzdem. Wir haben schon einen neuen Charakter, ne? So. Gummibär rein. Primogems raus. Besser rein. Gedärme raus. Brauche ich wieder ganze 8 Puls oder so, ne? Ich muss mal wetten. Wir haben sie halt nicht irgendwie reduziert. Die haben irgendwie was geändert in der Gacha. Ich weiß nicht. Hey. Katsching. Ja. Ja, so ein bisschen haben sie was da irgendwie geändert, aber ich bin mir nicht sicher. So. Katsching. Und ja, ich tue immer die Sachen hier alle sofort hochleveln. So, nach 10 Punkte. Ich nehme an, dass dieser orange Balken über die HP, ne? Ich weiß noch nicht genau, wie er funktioniert, was das überhaupt ist. Aber gut zu wissen. Ja. Jetzt mal zählen wir mit 3. Schon gehen all meine Primos wieder weg, ey. So schnell kann es gehen. Aber was ist das? Herzensblick, den habe ich schon maximiert, glaube ich. Ja, Bennett. Habe ich auch schon mal. Ne, ja. Herzensblick. Nee, Herzensblick habe ich noch nicht komplett. Ja, damit. Ist auch 360 Angriffskraft. Boah. Okay. Der Turm bringt es irgendwie nicht so. Einer. Aber nochmal 4, ne? Was ist das? Opferbogen, den habe ich schon maximiert, glaube ich.
Jetzt sehe ich, den habe ich maximiert, ne? Warum sind die Bögen eigentlich mal alle ganz oben? Opferbogen habe ich schon, ja. Gummibär rein. Pfeil muss raus. Genau für Kusoa machen, ne? Möchte ich garantiert dann bekommen. Mal Nummer 5. Werde ich vielleicht noch versuchen. Wenn wir noch ein paar Dinger hier übrig haben. Ich gebe sowieso nichts für den Shop hier aus. In dem Shop von Genshin gibt es sowieso nichts hier. Wow, 4-Sterne-Waffen. Boah, ne? Die sollen noch nicht mal gut sein, ne? Diese ganzen royalen Waffen oder was weiß ich, wie heißt, ne? So, was habe ich bekommen? Dings. Genial, genial. So, boom. Ultimate stärker. Tanz in der Hölle. Oh. Einfach mal krass Ausdauerreduzierung. Ah, da gehen all meine Primogens hin. Ah. Einer. Da glaube ich nochmal 6 jetzt, ne? Boah, Leute. Kommen wir doch mal ein bisschen vor. Hey, Yunjin, aber sie habe ich maximiert, glaube ich, ne? Ne, ich glaube, ich war kurz davor, sie maximieren, ne? Sehr gut. Ich habe ihr letzte ist nämlich ziemlich gut. Jetzt irgendwie die Angriffsgeschwindigkeit, oder? Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich sie schon komplett habe. Ne? Noch nicht. Ausgezeichnet. Ich glaube, ihr letzte ist sogar die beste, ne? Muss sie. Yunjin. Auch eine von den Best Girls. Ja. Er hat die Standard-Angriffsgeschwindigkeit von Figuren im Zustand Formation der fliegenden Folge um 12%. Das ist ehrlich gesagt ziemlich krass. Genau, das ist ihre beste Dingens, ne? Ich erinnere mich. Ja. Na Gott, einer. Und das ist Nummer 7, ne? Boah, Leute. Das Spiel kommt mir aber auch echt gar nicht zu entgegen, ne? Oh. Ich kann euch nicht sagen, wie viel mehr Glück ich in Honkai Star Rail und den Zenless habe. Genial. Da oben rechts ist ja auch schon. So, sie müssten wir jetzt ja maximiert haben, ne? Wenn ich mich irre, ne? Also gezeichnet. Boah. Cool. Es gibt immer irgendwie einen Charakter, der einfach nicht irgendwie kommt, ne? Da rieche ich hier noch irgendwas. Nö. So, es müsste sie eigentlich beim nächsten Mal kommen, ne? Muss mal kurz gucken, wie viele Punkte habe ich hier? 1800. Dafür könnte ich mir noch 39 Dinger holen. Gucken wir mal. Wo ist die Musik? Hey, wo ist die Musik für die Gacha? Da kommt doch mal. Wo ist denn dieses? Ja, da. Was zum? Jetzt müsste sie eigentlich kommen. Ja. Ja. So, das ist jetzt aber auch garantiert. Hat natürlich wieder 2 Pitties gedauert, ne? Weiß ich. Und sie hat doch die Stimme von 7. März, ne? Oder? Ich bin ziemlich sicher. Paimon? Ich finde das so doof, dass die Begrüßungstexte der Charaktere hier eingefügt haben. Das sind wortwörtlich die Begrüßungstexte, die man hier aufrufen kann. Regenschnitte, ich weiß nicht, ob ich den maximiert habe. So. Jetzt ist die Frage, soll ich noch für Kusoa weiter versuchen? Ich habe nur 10.000. Das ist nicht genug. Ey, den Regenschnitt habe ich auch noch nicht.
So, dann haben wir Mualani. Komm her. Ausgezeichnet. Schön. Yay. Ich gehöre zum Danilos Team. Wow. So. Und für sie, ach, das ist so komisch, sie mit einem Katalysator zu sehen. Für sie ist halt, glaube ich, diese Waffe hier, ne, die ich man, die man ja bekommt, ne? Im Tafel, den Fleck, ja, ein Haupt für jeden. Ist ja extra für sie, glaube ich, das ist ja so eine nette Waffe, ne? Das habe ich für sie extra gemacht, ne? Sie hat, glaube ich, LP Sachen ja, ne? Ich wollte die Charaktere eigentlich gar nicht ausprobieren, weil wir haben ja schon sie ein bisschen gespielt. Ja, wisst ihr was? Ich würde sagen, wir versuchen noch ein bisschen, ne? Ich bin zwar nicht sehr, sollen wir noch unsere letzten paar Primus hier verballern. Die nächste Gacha hat rein Shogun und hier den anderen Kollegen, ja, den wir getroffen haben in Netland, den interessiert mich jetzt ehrlich gesagt nicht so. Und ich glaube, danach kommt immer noch nichts, ne? Deswegen muss ich jetzt hier mal versuchen, ne? Ja. Muss ich aber erst ein Gummibärchen. Na komm, kurz war. Ich kriegen wir auch noch. Ich habe 3 Versuche, glaube ich. Das kann nicht funktionieren. Ah, mal gucken. Ich muss ja noch Netland hier erkunden, ne? Dann kriege ich auch noch ein paar Primus wieder zurück, ne? So, wow. Okay, das sah ein bisschen komisch aus. Ich wusste nicht, wer das war. Ich habe alle 4 Sterne kacke. Okay. So, boom. Bewerfung, Kuku, Sendo. Also spätestens, bis ich meine Gacha hier verliere, höre ich natürlich auf, ne? Weil sonst lohnt es nicht mehr. Na komm. Ja. Bitte ein bisschen vor 8 Puls oder so, ne? Jawohl, Katrina. Es müssen doch nicht immer 8 oder 9 Puls sein. Es kann auch mal 4 oder 5 sein, ne? Zenless und Honkai Star Rail haben das bewiesen. Das ist genau wie bei Rune Mei damals, ne? Honkai Star Rail. Los, kleiner Wirbelwind. Boom. So, jetzt neue Waffen. Nee. So, meine Gummibärchen-Tüte wird ja leer sein am Ende dieses Part. Na komm, Kusa. Aber ja, du Stück. Mal. Der dritte, ne? Oh, schon wieder Bennett. Wer ist das an Katrina? Sprung mal ein bisschen vor. Oh, die Flöte, die habe ich schon maximiert, ne? Ja. Ich habe jetzt bekommen, ne? So. Noch ist ein bisschen Hoffnung da. Zeig her. Mhm. Aber nicht in Genshin. Nicht in Genshin. Schön, ja, nicht habe ich jetzt maximiert. Ich glaube, ich werde noch mindestens so weit spielen, bis ich die Pity bekomme. Ich würde, glaube ich, mehr als genug Punkte übrig haben. So, hier habe ich nichts bekommen. Oh. Ah, ich habe 2 Gummibärchen im Mund. Egal. Mehr Glück. Na. Hm. Ah. Weiter. Bist du? Hey, Setos. Warum nicht? Ich habe eine Waffe für dich. Oh.
kritischer Treffer, warum nicht? Gleich gesagt, weil ich Fischl die ganze Zeit nicht sehen, ne? Das ist bestimmt irgendwas damit zu tun. So, ich habe nur einen Versuch, glaube ich. Und dann sehen wir ja, ne? Na komm. Aha. Er kann ja auch nicht mal vor den 7 oder 8 Puls sein, ne? Komm schon. Ich sehe überhaupt beim ersten 10er Pull. Ich habe Silberwolf, glaube ich, so bekommen. Ich habe Atchon so bekommen nach dem ersten 10er Pull. Genshin ist halt unmöglich. Boom. Warte, 2 Charaktere. Ich sehe auch manchmal Leute, die irgendwie 2 5 Sterne Charaktere bekommen haben auf einmal. Habe ich noch, ist mir noch nie passiert. So. Wow. Lass mich mal gucken, wie viele Dinger ich brauche. Da ja, wie kriege ich die? 1600. Das heißt, ich brauche. Viele fehlen mir noch. 312. Und zeig mal. So, ich kann mir 312. Das sind 2, ne? So. Na komm, wenigstens bis zum Dings. Na, jetzt muss ich noch mal. Ich will nicht so viel von den Dingern ankratzen, wenn es geht. Ich glaube, ich habe für Kuso auch schon mal in der Vergangenheit auch versucht, ne? Ich habe den aber nicht bekommen. So, was ist das? Opferschwert. Bleh. So, ich habe 8 Primus, so wenig hatte ich noch nie, glaube ich. So, natürlich war halt wieder hier. Ich muss ja wieder alle Dinger hier verbrauchen, ne? So. So, mir gefällt nicht, dass ich hier das ankratzen muss. Aber ich will noch wenigstens bis zum Dings hier. So, jetzt aber, komm. Ich habe keine Lust, noch mehr von denen anzukratzen. Komm her, ein Stück. Okay. Ja, jetzt musst du das aber auch sein, ne? Dankeschön. Okay, dann habe ich noch 30 Puls übrig. Ausgezeichnet. Habe ich ihn auch endlich mal. Shifu. Für ihn habe ich noch eine Waffe, die gut zu ihm passt. Ich habe so viele Charaktere jetzt, die ich leveln muss, ne? Molani, ihn. So, und wir kriegen noch einen neuen Charakter, merke ich gerade. Hm. Oh, nochmal Kachina, sehr cool. So. Ausgezeichnet. So, dann habe ich heute alles bekommen, was ich haben wollte. Ich setze auf 8 Primos. Zur Not habe ich ja noch auf meinem PC, habe ich irgendwie so Chillpunkte, ne? Kann ich auch noch. So, cool. Kusua. Das war Kachina. Boom, jetzt wird's ernst. Mein Gott, warum haben wir sie schon fast maximiert? So, ausgezeichnet. Du kriegst diese Waffe. Die ist ja perfekt für dich abgeschnitten, ne? Boom, guck mal, wie die stylisch passt für dich. Ich finde das so gut, wenn ich neue Charaktere und ich habe schon direkt eine Waffe. Muss ich eine Sache weniger farmen, ne? Ausgezeichnet. Finger beim Rennen. Sieht aus wie der, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, habe ich ja irgendwie gedacht, er sieht aus wie der Reisende, ne? Nur halt ein anderer Skin. So, jetzt haben wir 1, 2, 3, 4 Charaktere, ne? Tinari werde ich nicht trainieren, ich werde die beiden trainieren, Kusua werde ich trainieren, das wird wieder ewig dauern, ne? Mal so machen. Cool, aber Kusua wollte ich auch schon eine lange Zeit haben. Finde ich gut. Nur wieder für ihn. Ja, ich brauche so viele Animo-Klamotten, ne? So.
Gut, dann haben wir aber noch einen Charakter, den wir bekommen, weil man kann es ja jetzt in dieser Version einen 5-Sterne-Charakter von der Standard-Gacha aussuchen. Und ich habe mir natürlich das alles aufbewahrt, nachdem ich hier die Gacha gespielt habe, ne? Weil hätte ja sein können, weil man hat ja gesehen, ich habe gerade Tinari bekommen, ne? Deswegen habe ich mir gedacht, ja, warte mal ein bisschen, ne? Hey, hier hat sie noch ihre normalen Klamotten an. Da hat die andere Klamotten an. Gut, wir haben alle Charaktere hier, bis auf einen, ne? Mona habe ich, Chichi habe ich, Diluc habe ich, schon auf 3. Deja, Kitsching. Die einzige Charaktere, die wir ja noch nicht haben, ist Jean. Also, boom. Während der Aktion darf nur eine Einladung erfolgen. Alles klar. Boom. Und damit haben wir jetzt jeden 5-Sterne-Charakter in der Standard-Gacha. Cool. Finde ich sehr gut. Oh, schon vorbei. Okay. So, cool. Ausgezeichnet. Ja, das heißt, wir haben jetzt eine Menge neue Charaktere. G werde ich auch wahrscheinlich nicht benutzen. So, komme ich meinen Hintergrund hier an, ne? So. Dann packen wir mal all unsere neuen Charaktere rein, ne? So. Nein, ich muss das so machen, ne? So. Ausgezeichnet. Habe ich in den letzten 2 Tagen 5 neue Charaktere bekommen. Oh, sehr geil. Und für sie ist ja, glaube ich, das Fovonius-Schwert perfekt, ne? Das ist mit Sicherheit die Stimme vom 7. März, ne? Sehr cool. Kuchina haben wir ja gestern schon bekommen, ne? Ausgezeichnet. Was kämpft sie eigentlich? Tut sie also Kugelfische auf Gegner werfen? Merke, das ist unser 2. 5-Sterne-Bogenschütze. Die haben alle so besondere Schussfähigkeiten, ne? Also 2 Aufladungen mit ihrem Bögen. Ich weiß gar nicht, was Tinari so drauf hat. Den kann ich auch nicht testen. Oh. Okay. Da ist halt so Zielsucht, ne? Cool. So, Jean hat, glaube ich, irgendwie so einen Wirbelsturm, ne? Also gibt jetzt keinen 5-Sterne-Charakter in der Standard-Gacha, der mir fehlt. Ausgezeichnet. Und Kusua. Oh, sieht so geil aus mit dem Schwert, ne? Deshalb, warte mal, war schon immer so am Leuchten? Ich glaube nicht, dass das bei anderen Leuten auch so am Leuchten ist. Ich hatte halt ja mal anderen Charakteren gegeben. Oder? Doch, ist auch am Leuchten. Nämlich meine, ich hatte noch nie so richtig ausgesehen, ne? So. Wo ist Kea? Kea hat, glaube ich, das Favonius Schwert ausgerüstet, ne? Ich habe das irgendwie perfekt für sie, ne? Ich glaube, sie wird irgendwie sogar so angezeigt mit dem Schwert, ne? Warte. Ich meine, sie ist die Anführerin von dem Order Favonius. Sie muss das Favonius Schwert ausrüsten, ne? Dann warte mal, dass ich mal ihr Dings angucken. So, langsam fühlt sich das hier, ne?
Wie kann man noch mal hier? Ja, das so. Ja, guck mal, das ist der Favonius-Schwert, ne? Sie hat ja irgendwie so ein Kostüm, ne? So ein zweites, ne? Wo ich da nicht wirklich den Unterschied sehe. So, wie viele Charaktere fehlen mir nur noch? Wenn ich das ändern könnte. Noch vorhanden sein. Ja, guck mal hier, wie viele fehlen mir noch? 1, 2, 3, 4, 20, 23. Obwohl, ich will ja nicht alle Charaktere haben, ne? Ihn will ich zum Beispiel nicht. Ihn will ich nicht. Sie will ich nicht. Ihn will ich nicht. Ihn will ich nicht. Ihn will ich nicht. Vier Charaktere, ne? Die einzige, die noch wichtig ist, sie. Aber sie kommt ja einfach nicht in die Gacha. So, du kriegst jetzt mal wieder ganz schnell das Schwert. Okay, ja, ich weiß nicht, was ich dir geben soll, Mann. Ich habe den Schwert gegeben, weil warum nicht, ne? Aber braucht eigentlich nichts, ne? Hier nimmt ein Opferschwert, keine Ahnung. Was ist das hier? Das ist die Flöte. Ja, die habe ich nicht. So. Kusura soll aber sehr gut sein, ne? Das ist so ein Charakter, der irgendwie schon immer Relevanz hatte im Spiel, ne? Genau, wegen dem Angriff, ne? Weil er in die Luft springen kann und den machen kann. Da kann man aufladen, habe ich gesehen. Oh, sehr geil. Früher habe ich das Schwert, glaube ich, Ayaka gegeben, ne? Aber weil das Schwert ist ja eindeutig für ihn gemacht, da kriegt man ja sogar von seiner Quest, ne? Von seiner Companion Quest. Cool. Und sie hat hier ihren Hai, mit dem sie surfen kann, ne? Oh, cool. Wow. Ich weiß nur nicht, wie das mit diesem Fire eher funktioniert, die Charaktere haben. Ah, kann man nicht. Ja, man kann auch auf die Wände hier. Okay, cool. Definitiv wieder ein Charakter, mit dem man mobil ist. Wow. Ja, ich habe zum ersten Mal gesehen, als ich nicht gedacht, dass sie irgendwie so ein Moveset hat. Ausgezeichnet. So gut, das war's dann, ne? Wie gesagt, ich werde halt hier einfach irgendwie so random irgendwo dranhängen, ne? Und ja, ich bin zufrieden mit meiner Ausbeute. Ich habe 4-5 Sterne Charakter bekommen. Mein Gott. Und ja, bis zum nächsten Stream werde ich vielleicht Morlani hochgelevelt haben, vielleicht Kachina, ne? Die anderen Charaktere warte ich noch ein bisschen, ne? Und ja, gut, mehr ist dann hier nicht. Ich setze auf 0 Primus jetzt, auf 8 Primus. Und ja, muss jetzt wieder sparen, ne? Aber ist okay, weil die nächsten Charaktere sind sowieso nicht Charaktere, die ich mir pullen möchte, ne? Ich habe, glaube ich, noch 30 Puls übrig, ne? Durch den Shop. Ja, 34. Aber darum kümmern wir uns, wenn wir diesen Punkt erreichen, ne? Bis dahin wird ja wieder ein Monat hier vergangen sein, ne? Und ja, gucken wir mal, wie das hier abläuft. So, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen, für diesen kleinen Zwischenpart. Und wir sehen uns dann im nächsten Stream wieder, ne? Dankeschön fürs Zuschauen und ciao, ciao. So Leute, wisst ihr was? Da ich sowieso jetzt hier so einen kleinen Part aufnehme, nehme ich mal an, ich könnte hier noch ein paar andere Sachen machen. Und zwar, es gibt da zwei neue Weltbosse in Netland, ne? Die wir abchecken können. Und zwar Anführer, ne? Die beiden hier. Oder die sehen auch putzig aus. Da hatten wir auch keine Zeit während des Streams hier die auseinanderzunehmen, ne? Deswegen gucken wir mal, wie die hier aussehen, ne? Bevor ich die irgendwie offscreen mache und einfach so sagen kann, oh, ich habe da voll den coolen Boss getroffen, ne? War richtig geil. Mache ich den hier noch auf Video platt, ne? Wenn ich sowieso einen Part hier aufnehmen werde, ne? Gut. Ich habe wieder mein Stream-Team, das ich letztes Mal beim Stream dabei hatte, ne? Also die drei Fs und N. Fischl, Farosan, Furina und Nilo.
Ich brauche noch einen Charakter, der mit F beginnt. Wir fangen ja noch mit F an. Ich nehme nicht die 4 Fs, ja. Ist bestimmt noch jemanden, aber egal. So, gucken wir mal, was die Bosse ja drauf haben. Ich habe noch nie gegen die gekämpft, ne? Also schauen wir mal. So, guck ich diesen Chunky Boy an. Was hast denn du so drauf? Ey, yo, wie geht's dir? Kongamata, Bergkönig. So, ich guck mir also sowieso nicht an. Oh ja. Oh, oh Gott. Stimmt, die Weltbosse sind ja jetzt schwieriger. Weil der Weltlevel erhöht wurde. Für meine Pyrgon auf dem Feuer von Feuerkrieg, sie. Was? Was, diese Dinger? Oh. Oh Gott. Mal gucken, ob das klappt. Oh, der hat diesen Hitzeboden wie in dem Lasignora Bosskampf. Wir müssen aufpassen hier. Das ausschaut. Warte. Ach, ich soll die verbrennen. Damit er sich dann irgendwie verbrennt oder was? Und das ist ja geil, dass ich hier so ein Team auf Karten, ne? Nein. Okay. Da gibt es definitiv einige bessere Teams. Aber wird schon klappen. Feuerstück. Verwende Pyro-Angriff habe ich nicht. Ich ziehe sogar auf den. Oh Gott. Oh, was sagen Sie? Ich meine Hydro. Gott. Also freue ich mich echt mit der Musik ein bisschen an. Auf die Dinger zu futtern. Ich hatte nur eingeschluckt. Ist das irgendwie so eine Form von diesem einen Viech, dass irgendwie hier diese die Zunge ausstrecken kann? Von diesen Dinosauriern? Ich weiß nicht. Oh, guck mal, die Füßchen an. Ja, versuch ich mal jetzt. Ich habe Forina als Heilerin benutzen, ne? Was soll ich machen? Das ist das Team, was ich hier im Stream genommen habe. Also bleibe ich natürlich dabei. Dann bin ich getroffen. Ja, Stück. Ja, natürlich schaffen wir den. Ne. Aber trotzdem. Stell dich mal vor, ich würde hier mit einem kompetenten Team hier reingehen, ne?
In Genshin habe ich sowas irgendwie nicht, ne? In Honkai Star Rail habe ich sowas nur. Richtige Teamkonstellation hier. In Genshin tue ich einfach nur immer, was auch immer hier benutzen. Gleich aber nicht. Aua! Halt nicht auf das Ding da auf. Ja, komm. Aber den zu farmen, ne? Das wird, oh ja, schon nervt dann, wenn er so viel aushält. Ausgezeichnet. So. Und ich habe extra schon ein Team hier zusammengestellt, mit dem ich Freundschaft farmen, ne? Also die ganzen neuen Charaktere, die ich gepult habe. Ich glaube, diese Dinger, ich weiß nicht, für wen du brauchst. Nee. Ich weiß, dass Moalani irgendwie Materialien braucht. Okay, für sie sind die nicht. Dann sind die, glaube ich, für Kachina, ne? Ja, sie braucht. Okay, für sie muss ich gegen das Viech kämpfen, alles klar. Gucken wir noch. Ich muss noch die ganzen Materialien sagen. Ich brauche hier Materialien, um irgendwie die Charaktere hochzuleveln und die Waffen und weil ich nicht alles, aber habe ich alles noch gar nicht. Das könnte so ein bisschen schwierig werden. So, ich habe für die beiden Bosse übrigens die Teleportpunkte hier gesucht, ne, damit ich hier auch hier schnell hinkomme. Ich glaube, da oben war er, ne? Wieder gerade gesehen. Ich will ein anderes Team da reingehen, ein bisschen Abwechslung. Also nicht mit wem da rein. Keine Ahnung. Ne, passt schon. Wie gesagt, jetzt könnt ihr fliegen. Ich habe zwei Bogenschützen. Guck mal, du drauf warst. Was zum? Ich bin noch gar nicht da. Yeah, du bist doch dieser Nacht, den wir gesehen haben, glaube ich, ne? Goldflammen. Kutsche, bitte, bitte, Tyrann. Na komm her, ein Stück. Ne. Oh, er hat aber sehr viel weniger aus. Er hat ja sehr viel weniger aus. Er ist auch nicht so chunky wie der letzte, ne? So, weiß der Haken? Macht er mehr Schaden? Oh Gott. Oh Gott. Was passiert da gerade? Dass ich jemanden, der 4 HP hat, rausholt. Okay, was ist das? Warte mal, Wasser. Hydro meine ich. Sorry. Da Hydro. Wenn du nur auf dem Boden landen könntest, wäre gut, ne? Ich meine, ich könnte Furina einsetzen. Ha! Ging sofort kaputt gegangen. Da, Furina. Jetzt fetzt sie mal da drauf. Vielleicht. Ja, oh ja, funktioniert. Ah, guck mal. Aber ich kann mich nicht heilen auf die Weise. So. Oh Gott. Okay, wenn ich brauche ich Hydro. Voll verstanden. Was will ich Hydro ab? Ja. Weil macht Sinn, ne? Feuergegner, ne? Pyro-Gegner meine ich. Schade, ich gegen den machen. Ist wieder Wasser, ja. Pyro bei dich. Komm runter. Kann ich nicht da oben? Jawohl. Nein. Auf der Dinger, ich hab ihn halt. So, ich habe auch einen magischen Vogel, ja. Da. So. Okay. Ich bin nach Schiefmann gerade bekommen.
Und da war er weg. Da wollte ich halt. Okay. Der war ein bisschen einfacher. Ja, vielleicht hatte ich auch eine falsche Teamkonstellation für den letzten, ne? So. Und den müssen wir erledigen für Mualani, ne? Nehme ich an. Obwohl, ne. Ich habe gedacht für Noel oder so, ne. So, hier. Problem ist, ich brauche die ganzen Sachen. Aber ich habe was herausgefunden. Man kann nämlich jetzt hier drauf drücken und dann sieht man jetzt, wo man die ganzen Sachen näher bekommt. Das haben sie, glaube ich, irgendwie eingeführt, ne? Weil das war vorher, glaube ich, nicht so, oder? Jetzt kann ich nämlich sehen, wo die ganzen Materialien sind, die ich brauche. Cool, ne? Und ja. Gut, haben wir das auch erledigt, ne? Ich weiß nicht, was jetzt sonst noch hier hinzufügen würde, ne? In diesen... in Ausführungszeichen Part. Ach, sie kann dieses Feuer benutzen, um ihre Fähigkeit noch weiter zu erweitern, ne? Das ist mir, glaube ich, aufgefallen während des Streams, ne? Okay, wenn Charaktere also so ein Feuer haben, dann können die irgendwie noch länger auf ihre Reittiere gehen. Also das wäre so eine Funktion, die nur Netland Charaktere benutzen, so wie Fontaine Charaktere, die nur hier diese Äußer und Pneuma oder wie auch immer das heißt hier haben, ne? Wird das hier aufgefüllt? Ja, göttliche Statue, ja, wird sogar tatsächlich. Das heißt, solange ich das Zeug habe, kann ich unendlich da drin bleiben, weil da wird ja jetzt hier aufgeladen, ne? Also kann sie jetzt unendlich hier drin bleiben. Okay, das ist cool. Ich meine, da bringt nichts an der göttlichen Statue, aber ich weiß, wie das wenigstens ein bisschen funktioniert, ne? Sie ist so ländlich hier drin. Okay, gut. Naja, falls ich noch irgendwas interessant sehe, kann ich ja noch mal reinschalten. Ne? Aber sonst wüsste ich, glaube ich, nichts, was ich hier noch reinschalten könnte. Ne? Gut. Da hänge ich auch noch bei den Gacha-Part rein. Ne? Wollte jetzt die Bosse noch hier on-screen zeigen, ne? Bevor ich die irgendwie alleine irgendwie geheim irgendwie erledige und mir so denke, so, oh, da war voll der coole Boss. Du musst es dies und das machen. Ne? Oh, voll geil. Jetzt hier die ganze Zeit Netland ein bisschen am Erkunden. Ich habe ehrlich gesagt noch nicht so viel erkundet. Ich will die ganze Zeit Materialien sammeln, weil ich noch nicht weiß, was ich brauche für Charaktere. Ich glaube, diese Dinger brauche ich. Ich habe übrigens auch gesehen, der Schmied, der verkauft wieder so Rezepte für Waffen von Netland. Das wäre da auch nicht schlecht, ne? Ich glaube, ich habe sogar hier was. Was ich hier jetzt, ich glaube, hier war das, ne? Ich glaube, ich habe sogar jetzt. Man kann die sich holen, indem man hier verschiedene Materialien sammelt. Wenn ich mich nicht irre. Ne, sauber, hoffentlich bekomme ich jetzt hier nochmal hin. War ja in Fontaine auch so, ne? Du hast ja irgendwie, musst du so Materialien sammeln, ne? Und dann konntest du die Rezepte dafür eintauschen, ne? Hier war auch irgendwie so. Ich weiß nicht, ob ich genug jetzt habe. Von irgendwas hatte ich schon alles. Ne, ich habe immer noch nicht. So, das hier hätte ich nämlich gerne, das Schwert. Weil ich habe schon alle schmiedebaren Schwerter auf Maximum. Ne, ich habe wortwörtlich jedes Schwert, das man sich schmieden kann, schon maximiert. Ne? Hier die Stammesklinge. Die Waffe ist schmiedbar. Die Waffe ist schmiedbar. Ne? Der ist schmiedbar. Ich habe alle schon auf Maximum. Deswegen habe ich noch ein paar Reserve-Dinger davon. Ne, ich habe 3 Reserve-Dinger davon. Ich habe schon lange nichts mehr hergestellt, wo ich extra gespart habe für die ganzen Netland-Waffen. Das könnte ich mir sogar sofort herstellen. Aber ich mache jetzt erstmal einen Schnitt. Bonk. Und wir sehen uns dann wahrscheinlich beim nächsten Stream wieder, ne? Mal schauen. Okay, ich glaube, das war's jetzt, ne? Wenn nicht, dann werde ich ja irgendwie, weiß ich, noch was reinpacken, ne? Aber mal schauen. Gut. Wir sehen uns dann. Oh ja. Entschuldigung. Gut, wir sehen uns dann, ne? Dankeschön fürs Zuschauen und ciao.